Ja, hallo und herzlich willkommen zu Magic Nights Berührungskunst. Ich freue mich, dass ihr mit so zahlreich bei uns seid. Vielen Dank für eure Anmeldungen über das Zoom-Portal. Super, dass das alles so geklappt hat. Wir freuen uns. Und ich habe die große Freude, einmal heute Tim bei mir begrüßen zu dürfen, der maßgeblich an diesem ganzen Projekt mitbeteiligt ist. Und zwar hat er als professioneller Masseur nämlich bei uns sozusagen den Startschuss dazu geliefert, dass wir in die Berührungskunst wirklich aktiv mit reingehen. Wer schon Magic Nights kennt, wird wissen, dass wir eben diverse Events haben. Alles sehr gemischt, also für jeden sollte auf jeden Fall etwas dabei sein. Schaut doch einfach mal mit rein. Und bei einer Möglichkeit konnten wir uns kennenlernen und so haben wir dann gleich einen Draht zueinander gefunden, wo wir gesagt haben, hey, wir machen halt eben etwas auf Eventbasis. Tim wiederum ist professioneller Masseur. Was wollen wir gemeinsam machen? Wie sieht es im Endeffekt aus? Welche Möglichkeiten haben wir? Und ich würde dich mal ganz kurz bitten, dass du mal so ein, zwei Minuten was über dich erzählst. Was hat dich zum Masseursein getrieben? Seit wann machst du das? Einfach mal so ein bisschen was. Ja, wie so gesagt, bin der Tim, 35 Jahre alt. Das heißt, meinen Drang zur Massage hatte ich schon von Kind auf. Da war ich immer sehr fasziniert. Mein Vater von der Arbeit nach Hause kam, meine Mutter immer an den Schultern massiert hat. Natürlich dann auch mal so ein bisschen versucht, probiert dann auch. War bestimmt grottenschlecht damals. Aber die Mama fand es immer toll Ja. und im Laufe der Zeit und der Übung wurde es immer besser tatsächlich. Man entwickelt dann auch dann, sofern man dann guten Draht zu da hat, das nötige Feingefühl, um das Ganze zu spüren. Nach der Schule kann dann, ja, die Bäckerlehre habe ich dann gemacht, da arbeitet man auch mit Teig. Na, das war quasi schon der Vorreiter dafür, ne, kann man auch Okay, sagen. das ist jetzt etwas ungewohnt, diese Idee. Okay. Ja, wenn man es so will, kann man eigentlich sagen, es war eigentlich schon so, auf diesem Weg könnte man es als ersten Step betrachten. Ne? Aber für den Teig braucht man ja auch so ein bisschen Gefühl, man klatscht den ja nicht nur, man wird ja auch viel geknetet und man entwickelt ja auch quasi diese Kraft in den Fingern dafür. Ne? Da kann man ruhig sagen, davon kam das eigentlich auch. Ne? Jo, und dann eigentlich späteren Weg hat sich das Ganze ein bisschen verloren tatsächlich durch meinen Arbeitsweg, aber jetzt Mitte des letzten Jahres habe ich dann wirklich die Fortbildung als Massage- und Wellness-Therapeut dann durchgeführt an der Massageschule. Seit Anfang des Jahres arbeite ich seit als professioneller Massage- und Wellness-Therapeut in einem Vier-Sterne-Hotel und habe da täglich zwischen 9 und 13 Gäste, die ich da sehr glücklich mache. Ne, und je mehr ich diese Tätigkeit ausgeführt habe, umso mehr habe ich auch für mich selbst gespürt, dass wenn ich Leute massiere, dass es für mich selber einfach einen Frieden bringt. Ne? Ich finde meine innere Mitte, also wirklich egal wie schlecht gerade die Umgebung, das Umherum, die Energie ist, sobald ich wirklich anfange oder Hand anlege, da merke ich selbst, ich entspanne mich. Ne? Und das ist halt auch bei der Massage sehr wichtig, weil so wie mein Gefühlszustand ist, so übertrage ich das auch auf den Gast, den Kunden, je nachdem, in welcher Branche man in der Massage tätig ist. Da gibt es ja eben auch sehr weitläufige Areale. Aber das Wichtigste ist halt bei einem Masseur, dass die innere Mitte auch gegeben ist, weil wenn der Gast oder der Kunde oder Patient, je nachdem, schon erfahrener ist mit Massagen, er spürt auch die Stimmungsschwankungen des Masseurs. Ne? Bin ich zum Beispiel gestresst? Sind meine Griffe hektisch? Das merkt die Person. Ne? Bin ich mit den Gedanken woanders da? Sind sie unkoordiniert? Habe mehrere Pausen drin? Es ist kein fließender Übergang. Von daher, der eigene Gemütszustand ist daher doch schon sehr, sehr wichtig. Ne? Genau, mache das jetzt eigentlich schon dann gute 8 Monate am Stück. Ne? Klappt sehr gut. Wird da auch immer besser drin, muss ich sagen. Die Abläufe werden optimierter, die Techniken werden feiner. Man breitet sich aus, man versucht eben auch viel, ne? Damit man eben nicht auf der Stelle festfährt, weil sonst hat man da, denke ich mal, ein Problem. Gerade beim Thema Massage, das ist ja wirklich so weitläufig, da kann man immer ein bisschen was probieren. Dann direkt Feedback bei den Gästen einholen, das ist natürlich auch cool. Man kann das natürlich auch im Vorfeld, kann man abklären, ne? Wird gerne mal was Neues ausprobieren, wäre das für sie okay. Und da kann man vielleicht schon ein bisschen Feedback holen. Ne? Also ich finde das persönlich, für mich das ist das die beste Entscheidung meines Lebens gewesen, tatsächlich dieser Wechsel zu machen.
Ich fand es relativ spannend, als wir uns kennengelernt haben. Haben wir uns ja ganz kurz unterhalten können. War ja nicht übermäßig viel Zeit, aber wir hatten ein bisschen Zeit dafür. Und mir ist halt eben aufgefallen, dass für das, was ich von dir gehört habe, eben eine große Leidenschaft hinter dieser Massagetätigkeit steht. Und ich denke mal, einige von euch kennen das halt eben auch, dass man mal eine Massage bekommen hat, die vielleicht nicht ganz so sensitiv war, also wo die Masseurin, der Masseur, je nachdem, wen man da gerade hatte, so ein bisschen nicht bei der Sache war oder zumindest Sehr auch so grob. grob und manchmal auch gelangweilt, ne? Also Ja. jemand, der das vielleicht nicht mit dem Herzgeist macht, das haben wir eben auch schnell festgestellt, dass wenn wir Menschen in unseren Händen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, dass bei uns halt eben eine große Freude mit dabei ist und diese Freude tatsächlich jeden Tag an den Menschen zu bringen, der da wirklich bei uns ist, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und insofern hatte ich mich sehr gefreut, dass bei dir wirklich diese Offenheit mit da ist. Und obwohl wir natürlich jetzt ein bisschen anders von der Ausrichtung sind, du bist ja im Wellness-Bereich entsprechend sehr, sehr Genau. intensiv mit tätig. Für die Leute, die dann später wissen wollen, wo Tim massiert, das würden wir dann auch nochmal mit. Dann mit verlinken, wenn wir das Video separat nochmal online stellen. Jetzt werden wir es erstmal noch nicht mitmachen, aber etwas später.